Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Könnt ihr euch noch an den Zuschauer erinnern, mit dem ich nach Istanbul bin, der eine Bart- und Haartransplantation gemacht hat? Falls nicht, hier ein kleiner Clip. Ich bin Sandri, ich bin 24 Jahre alt, aus Berlin. Meine Geheimratsecken sind sehr stark ausgeprägt, die Haare sind auch sehr undicht geworden mit der Zeit. Als ich schon erfahren habe, Haartransplantation, Geheimratsecken weg, ob die noch Bart machen, ob die noch meine Nase mit operieren, ist mir sowas von egal, Hauptsache diese Geheimratsecken sind weg. Man kann die Haare nicht mehr stylen, wie man sie möchte. Wenn man rausgeht und mal sie nicht gestylt hat, fliegen die links und rechts, weil sie so dünn geworden sind. Also ich erhoffe mir nach diesem Eingriff keine Geheimratsecken mehr, dass meine Haarlinie wieder wie früher zu sehen ist und nicht so tief reingeht, die Geheimratsecken. Dass eventuell in meinem Bart die Lücken, die rechts und links vorhanden sind, auch gefüllt sind, geschlossen sind. Auf jeden Fall, Leute, ist es jetzt 4 bis 5 Monate her und ich habe gedacht, ich nehme ihn mal mit zu meinem Amar, dass er schön Seiten auf Null bekommt und ich stelle ihm alle Fragen, die ihr unter dem Video gestellt habt, die ihr euch immer so fragt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was mit seinem Bart und mit seinen Haaren passiert ist und ja, dann bekommt er schön Seiten auf Null, Leute. Und entschuldigt bitte, dass ich meine Sonnenbrille anhabe, aber es ist einfach viel zu hell. Wenn ich meine Sonnenbrille abnehme, muss ich die ganze Zeit so gucken. Lieber habe ich meine Sonnenbrille auf und sehe normal aus. Auf jeden Fall, Leute, gehen wir jetzt mal hin. Der steht schon da, dann sagen wir mal hallo. Was geht, André? Alles gut bei dir? Alles klar, Mann, wie geht's? Wow, Haare ist da. Ja, alles ist wir gucken gekommen. Gleich mal nochmal genau, aber das ist, Leute, ich sag's euch, es ist erst 4, maximal 5 Monate her, oder wie lange ist genau her, weißt du's? Etwas über 4 Monate, okay. Endergebnis ist 9 bis 12 Monate und das sind 4 Monate, aber wartet, Leute, wir gucken uns das gleich richtig an, wir gehen jetzt mal rein und machen mal ein bisschen Seiten auf. Null. Du warst schon beim Friseur, ne? Ja, aber vor 1-2 Wochen. Dann ist auf jeden Fall wieder was gekommen. Dann ist auf jeden Fall schon wieder Zeit. Schon bereit. Let's go. Ja, Leute, im Anschluss des Videos zeige ich euch eine richtig geile Sache von Elitair und zwar so ein Haarkalkulator im Internet. Und bleibt einfach bis zum Ende dran und ich erkläre euch das Schritt für Schritt, wie ihr das machen könnt. Ist echt eine richtig geile Sache. Und ja, bleibt einfach dran. Seiten? Aus Minus. Jawohl. Also ihr habt ja schon vorher gesehen, Leute, wie es aussah. Ja, und das ist jetzt erst 4 Monate her. Ja. Das heißt, der Bereich wird auf jeden Fall noch viel dichter. Aber schon krass einfach. Und beim Bart haben wir hier gemacht, ne? Da waren Lücken drin. Da war hier so eine fette Lücke drin. Ja. Das ist auch alles, das ist alles transplantiert, ne? Ja. Krass, Alter. Zeig mal andere Seite. Boah, guck mal, hier war es so, das kann ich mich erinnern, hier so eine Lücke drin. Ja, alles zu. Und die ist zu. Jetzt bist du offiziell Bartmann. Du bist Bartmann, sein Vater. Wie war die erste Zeit? Die erste Zeit war ein bisschen schlimm, weil man konnte nur auf dem Rücken schlafen. Man musste aufpassen, dass man nicht irgendwo so mit seinen Haaren entgegenkommt, damit diese Grafts ausfallen. So beim Waschen musste man sehr stark drauf achten. Aber nach 1-2 Monaten ging es eigentlich. Hattest du ab und zu mal so Panik, wenn die Haare ausgefallen sind, oder? Ja. Also manchmal bin ich echt so durch die Haare gegangen und dann hatte ich so ein paar in der Hand, aber dann habe ich auch gleich mal nachgefragt und die meinten halt, brauchst dir keine Sorgen machen und das ist nur Talg und so, das sind nicht die Haarwurzeln. Mhm. Und ja, die hatten halt recht. So. Also Bei mir ist halt keine Lücke oder so entstanden. Die haben ja auch hier entnommen, ne? Genau. Nee, hintere Bereich sieht gut aus, wirklich. Echt? Also es gibt manche Leute, die haben halt hier so richtig krasse Lücken, ja, und die lassen dann extra dann pigmentieren, so, weißt du, damit das nicht so krass aussieht. Okay. Hier sieht man so 2 kleine, aber ich weiß nicht, ob das davon ist oder von deinen eigenen Haaren, aber im Endeffekt kann man das dann auch pigmentieren. Was hast du vorhin gesagt? Deine Haare sind gar nicht ausgefallen, oder was? Die sind gar nicht ausgefallen. Hä? Also eigentlich in der Regel fallen die Haare ja aus, ja. Aber bei mir sind die irgendwie gar nicht ausgefallen. Hä, voll krass, Mann. Normalerweise, Leute, fallen die Haare, die eingesetzt wurden, nach 3 Wochen, so 3 bis 4 Wochen fallen die alle aus, die frisch implantierten Haare. Und dann wachsen die nach 3 Monaten erst nach, aber so ganz leicht, so ganz leichter Flaum. Und dann werden die so nach 6, 7 Monaten dicker. Und deswegen, wir machen das Video jetzt nach 4, 4,5 Monaten, Leute. Und die Haare sehen schon so aus. Das ist schon eigentlich Endergebnis bei manchen Leuten. Deswegen voll krass, Mann, dass die bei dir nicht ausgefallen sind. Ich hoffe, es wird noch mehr. Aber anscheinend ist es bei vielen Leuten nicht so, ne, dass es nicht ausfällt. Ja, also ich war wohl nicht der Einzige, bei dem es wohl noch nicht ausgefallen ist. Mhm. Also ich denke mal so, 50-50. Kann so sein, kann so sein. Ja, und wie viel PRP-Behandlung hast du gemacht? Also bis jetzt habe ich 3 gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem sind die Haare auch wirklich dicker geworden. Ja. Also viel, viel härter, weil ich habe eigentlich so von Natur aus so dünne Haare, weiche Haare und ja. Die sind jetzt viel, viel stabiler geworden. Ja, das ist auch geil, Mann. Genau. Und wie oft musst du das noch machen, PRP? Oder wie oft willst du es noch machen?
Ich denke mal monatlich. So bis ich 12 Monate erreicht habe, mache ich glaube ich jeden Monat. Jeden Monat willst du machen, echt? Ja, ja. Okay. Minus, minus. Für die Leute, die nicht wissen, was eine PRP ist, PRP, da wird Eigenblut entnommen, ja. Und das wird in so eine Zentrifuge gemacht und da wird Blut, rote Blutkörperchen von weißen Blutkörperchen getrennt und die weißen Blutkörperchen werden in die Kopfhaut gespritzt. Und die sind zellerneuernd. Das bedeutet, das schützt vor Haarausfall, die Haare werden dicker, die Haare werden einfach viel gesünder und so. Und das machen sich auch Frauen so unter die Augen und so ins Gesicht, damit die Falten weggehen. Das ist halt Eigenblutbehandlung, nennt man das. Das macht man auch in den Kopf. Normalerweise macht man das so alle 3 Monate. Aber jetzt nach der Haartransplantation, wenn man das wirklich so eine Intensivkur will, jeden Monat. Aber echt geiles Ergebnis. Ja, was sagst du gefühlsmäßig dazu? Also du hast ja vorher schon krasse Geheimratsecken gehabt, oder? Also man fühlt sich einfach wie so ein neuer Mensch. So wenn du auch irgendwie so Vorher-Nachher-Bilder dir anguckst, denkst du so, nee, das war ich gar nicht und so. Da sah ich schon aus wie so ein Opa so, dass die Geheimratsecken komplett da waren. Aber ich weiß nicht. Man fühlt sich wieder fit, man fühlt sich wieder jung. Ja, so Selbstwertbewusstsein einfach hochgegangen. Machst du jetzt Styles auf deine Haare und so? Nee, bis jetzt gar nicht. Also ich hab mir eigentlich so vorgenommen, nicht irgendwie so Gel oder irgendwas reinzuhauen, sondern einfach so eine Frisur zu machen, wo du so gut wie nichts brauchst. Und willst du jetzt länger wachsen lassen oder so lassen? Ich denke mal, ich lasse sie einmal ein bisschen länger wachsen. Ja? Einfach mal zu gucken, wie es aussieht. Ah, ja. Aber ich bin eigentlich jetzt so Fan geworden, dadurch, dass ich sie kurz hatte, so ein paar Monate lang. Ja, ja. So dass Kurzhaftfrisur eigentlich voll gut ist. Ja, das steht ja auch gut. Nee, steht ja auch wirklich sehr gut, Mann. Aber nur mit Seiten auf Null. Ja, das muss immer sein. Nein, Seiten minus, Entschuldigung. Und was haben Mutter, Vater, Verwandte so dazu gesagt? Die waren am Anfang echt so skeptisch, bevor ich geflogen bin. So, ey, was willst du machen? Und das wird hinten alles so zerrupft aussehen und bla. Aber jetzt so, als das Ergebnis kam, überlegen schon manche so aus der Family, das aufzumachen. Onkels und sowas. Ja, die ja. sind echt voll verblüfft davon. Echt? Ja, ja. Naja, bist jetzt Influencer für die Familie sozusagen. Genau. Familie, Freundeskreis. Naja, aber ich bin mal gespannt, was die Leute hier, auch die das Video jetzt schauen, sagen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr so das Ergebnis bis jetzt findet. Also ich finde es richtig, richtig natürlich, Mann. Also so, guck mal, lass mal die Haarlinie angucken. Guck mal, das ist die Haarlinie vorne. Ja, guck mal. Also ehrlich, das sieht richtig natürlich aus, muss man wirklich sagen. Und Bart natürlich, okay, bei diesem Vollbart weiß man jetzt nicht, wo Lücke war und wo nicht. Ja, aber ihr habt es ihm vorher gesehen. Das sieht auf jeden Fall krass aus, Mann, definitiv. Willst du es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jeder, der irgendwie Probleme hat mit Geheimratsecken oder irgendwie ansatzweise eine Glatze hat, kann damit seine Qualen beenden. Mhm. Krass, Mann, ja. Schön wieder Seiten auf Null? Minus, minus. Der hat auch schon gelernt. Genau. So, Digi, jetzt bist du wieder fresh? Minus, minus. Minus, minus. Alles wieder auf Null. Auf jeden Fall war echt schön anzusehen, Bruder, dass du so eine gute Entwicklung bis jetzt durchgemacht hast mit den Haaren, ja, nach 4,5 Monaten. Ich bin sehr gespannt, wie es in 8 Monaten aussieht. Also jetzt noch in 8 Monaten, also in 12 Monaten, wo das Endergebnis ist, Digga, da hast du ja einen Busch auf dem Kopf. Ich hoffe. Definitiv. Deswegen habe ich es gemacht. Aber richtig fett. Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an André, schreibt es mal unten in die Kommentare. Er wird, das habe ich jetzt einfach bestimmt, auf alle Kommentare antworten, die an ihn gestellt sind. Habe ich was zu tun. Machst du das? Mach ich. Okay, Bruder. Auf jeden Fall war sehr, sehr nice, das wirklich zu sehen. Und ich hoffe auf besseren Haarwuchs noch. Ich zeige euch jetzt genau den Haarkalkulator. Also bleibt dran. Tschüss. So Leute, ihr nehmt einfach den Link in meine Infobox und dann kommt ihr auf diese Seite hier, ja? Und das ist echt eine richtig geile Sache, weil wenn ihr euch hier eingetragen habt, dann bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden eine persönliche Haaranalyse zugeschickt per E-Mail. Also da klickt ihr dann hier drauf auf Bin ich geeignet und dann wählst du dein Geschlecht, männlich oder weiblich, ich denke eher männlich. Und dann wählst du deinen Haartyp aus, ja? Welcher Typ ist dir am ähnlichsten vom Haarausfall her? Sagen wir mal, wir sind Typ 2. Hattest du bereits eine Haartransplantation? Ja oder nein? Wir geben mal ein Nein. Seit wann leidest du unter Haarausfall? 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre, 5 bis 10 oder mehr als 10 Jahre? Wir sagen jetzt mal 3 bis 5 Jahre. Wie schlimm empfindest du deine aktuelle Haarsituation? Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ah, ist schon schlimm oder boah, ey, belastet mich übertriebenst, ja. Sagen wir mal, ist jetzt schon schlimm, aber nicht brutal schlimm. Wann soll die Behandlung stattfinden? Sobald wie möglich, in den nächsten 1 bis 3 Monaten, im nächsten halben Jahr oder du möchtest dich nur informieren. Da gibst du deinen Namen ein. Wir heißen Max Hamza. Max Hamza. E-Mail ist hamza@ichbineinaraber.de und Telefon ist die 0800 111111111. Dann drückt ihr auf Senden, wenn ihr fertig seid. Und dann,
ja, hast du noch einen Schritt und dann lädst du Bilder von deinem Kopf hoch, ja, kannst über Handy schießen, so ganz normal, drückst sie auf Wähle Datei aus, jetzt am PC ist es anders, am Handy ist es natürlich anders und dann ladest du deine Bilder hoch und klickst hier unten an, Datenschutzbestimmungsrecht, ihr wisst ja, Deutschland, dies, das und drückt dann auf Senden. Und dann steht hier, vielen Dank, Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden Ihre persönliche Haaranalyse zugeschickt. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. Also ist auf jeden Fall was richtig, richtig Cooles. Ja, ihr bekommt eine persönliche Analyse. Ihr müsst nicht irgend x-beliebigen fragen, ob ihr eine Haartransplantation braucht oder nicht. Ihr bekommt da eine unverbindliche Beratung. Ja, ihr müsst dafür nichts zahlen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache von Elitair. Schaut es euch auf jeden Fall an. Sind nur ein paar Schritte. Wenn ihr sowieso denkt, eure Haare werden langsam weniger und so weiter, macht diese Haaranalyse, dann bekommt ihr eure Beratung. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und natürlich bewerten nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen, meine Lieben. Also Leute, bis zum nächsten Video. Peace out. Ich bin raus, euer Bartmann. Peace. Надежда да се срещнем с очи. Може би.